Das wird ein mega Fight, wenn die jetzt noch dazu kommen. Bleibt da in der Ecke. Lasst euch nicht aufhalten. Okay, lasst euch nicht stören, wollte ich sagen. Okay, cool. Jetzt können wir eigentlich so gesehen. Hoffentlich wird da jetzt alles. Das brauche ich. Das wollte ich auch machen. Und das wollte ich hier machen. Ja, cool. So, perfekt. Dann machen wir jetzt mal machen wir Folgendes. Nein. Falsches Ding wollte ich bauen. Das ist falsche. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Okay. Noch können die ein bisschen rumlaufen. Hier wird gekämpft. Hier ist ein Raum. Was kann ich hier machen? Die Brauerei. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier viel besser organisieren muss jetzt. Oh. Ist ja schon da. Zahltag. Ja, die sind schon durch. Ich hab nicht drauf geachtet. Und die sind jetzt ziemlich stark. Guck mal hier. Seht ihr das? Wohl die Hälfte. Die Hälfte haben sie mir schon runtergeprügelt. Krass. Die werden das jetzt schon so schaffen. Okay. Mama mia. Echt nicht aufgepasst. So. Bauen wir das noch ein bisschen größer. Ich das jetzt nicht vergrößern? Ach, 8. Mist. Dann Brauereibude hier, das wollte ich hier so machen. Kann ich glaube ich auch nicht bauen, ne? Brauerei-Dings. Oh doch, kann ich wohl. Hä? Okay, ich kann nur einen bauen. Okay. Jetzt haben wir das wenigstens schon mal gemacht. Was kommt da? Wieder Krabben. So, jetzt müssen wir hier mal das noch erlernen und dann kann man. Oh, 250. Ja, gerade freigeschaltet. Okay. Gold haben wir genug. Bösartigkeit kriegen wir auch noch. Bösartigkeit haben wir auch noch genug. Eigentlich kann man das so lassen, ne? Finde ich. Ganz cool. Hier wird ein bisschen Gold geschäffelt. Hier den Raum wollte ich ein bisschen größer hauen. So, ich glaube, wir können sogar jetzt noch mal ein bisschen auffrischen, finde ich. So. Und wir nehmen dann am besten noch mal so einen
Katapult schützen. Da kommt was irgendwas zu uns? Nö. Alles gut. Jetzt müsste ich eigentlich eine riesengroße Armee jetzt hier haben und die müssten eigentlich auch gut drauf sein. Vielleicht kriegen wir sowas nochmal hin, dass ich jetzt nochmal eins updaten kann. Hier vielleicht, da? Nö, 250 erst. Das Gute wird fallen. So, also, nee, bleiben wir ganz kurz nochmal stehen. In 40, 50 Sekunden ist das hier, wieso ist gerade... So, 50, komm jetzt mal, geh mal schneller hier. Gold kriegen wir ja richtig gut, ne? Wir haben auch richtig viel Geld, das ist schön. Wir kamen echt am Anfang nicht aus der Pötte. Das ist jetzt natürlich eine ziemlich lange Mission. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Karte angekommen. Aber wir werden das noch schaffen, Leute. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ich mache einfach mal hier zu. Wenn sie durchgekommen sind, müssen sie erstmal das Tor aufhauen. Wie eben jetzt. Wie sieht das aus mit meinem Dungeon Herz? Das kriegt langsam aber sicher ein bisschen Leben zurück, aber wirklich sehr, sehr langsam. Ich hau das einfach alles mal weg, nur einfach so. Hier können wir ein bisschen noch größer machen, das Jolt-Städtchen. So, reißen wir das auch noch ein. Lass dir wohl meine Kleinen in Ruhe. Oh nein. Habt ihr das gesehen? Geht schon wieder los. Nein, bitte nicht. Ist irgendwas draufgegangen? Es reicht's. Schmeißt euch jetzt direkt die Gegner. Oh, der kann durch die Wand schießen. Das ist so ätzend, ey. Was war denn eigentlich hier? Also das war immer noch das hier, stimmt. Müssen wir sowieso jetzt hier mal raus. Wir gehen mal hier raus. Wir haben ja eine Minute noch, drei Minuten Zeit, dann können wir hier eigentlich das mal heilen. Heilung. Geht das noch? Was kann ich tun? So, in drei Minuten werden wir mal ganz kurz das hier weiter vergiften. Eigentlich wollte ich das nicht machen, ihr wisst ja, habe ich ja gesagt, gehabt, keinen Fortschritt vielleicht in der Mission machen, aber ich mache das jetzt trotzdem. Zahltag. Komm, hör doch auf. Viele. Oh, oh, wir müssen jetzt weg. Ah, ausgezeichnet. Das dürfte für ein paar Magenbeschwerden sorgen. Oder für wandelnde Tote. Der erste Wasservorrat war verseucht. Zwei weitere warteten noch darauf, von Talia besucht zu werden. Ich wollte die jetzt unbedingt da weg. Irgendwie sind die auf dem Land schwächer. Habt ihr das bemerkt? Guck mal, wie schnell die gerade draufgegangen sind. Die sind ja schneller drauf. Schneller draufgegangen, als ich zählen konnte. Ich gehe mal wieder weiter zurück, weil ich möchte nicht, dass die hier wieder rumhampeln. So, gehen wir mal ganz kurz in das Dongeong. So,
Hier kann ich noch irgendwas bauen. Was habe ich denn noch? Kerker. Was macht der Licht denn? Ein untoter Magier. Okay, hört cool an. Mal gucken, was der so kann. Einfach mal so testen. Finde ich mal ganz interessant. Ups, das war das Falsche geklickt. So, guck mal, was das ist. So Mini-Kerker. Mini-Mini. Okay. Ach, die nerven mich irgendwie jetzt gerade so ein bisschen. In 15 Sekunden geht das Wasser hoch. Und dann gehe ich nach da, hier. Okay. So, in 2 Sekunden geht das Wasser hoch, aber dann muss ich mal ganz kurz wieder ins Dungeon laufen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Los. Wie sind denn da? Sind das viele? Oh, das sind alles Elite, oder sind Veteranen. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Aber wir können ja Folgendes machen hier nochmal. Wir sind da noch nicht am Ende angekommen. So, jetzt können wir hier ein paar mehr Gegner machen. Mehr Geschnass. Also, was machen wir denn für welche? Die besten sind natürlich immer... Oh, guck mal hier, wir haben so einen Magier auch noch. Ah, oh, coole Truppe jetzt hier. Irgendwann so ein Erzmagier hier. Cutweasel! Und Rotten! So, müssten jetzt gleich ankommen, ne? Ja. Wir haben gar keinen Schaden bekommen, habt ihr das bemerkt? Gucken, was er so macht. Natürlich sind jetzt die Orks auch ziemlich stärker, ne? Und jetzt können die alles schön wegtanken. Machen wir hier. Ist egal, ob der jetzt hier die Elite ist oder nicht. Den Feind! Nimm jetzt alle mit. So, raus. Ihr wünscht? Ja. Wir gehen direkt weiter. Oh, das sind viele. Oh, jetzt ist mal ganz kurz schnell weg. 3 Minuten habe ich Zeit. Ich habe so ein bisschen Angst vor der Zeit. Die Zeit ist böse. Wenn das Wasser kommt, sind die alle Einheiten tot. Und das will ich ganz ehrlich nicht wagen. Gucken, was sie so drauf haben, die Magier. Erstmal so ein bisschen zurückziehen. So. Jetzt langsam aber sicher nehmen wir irgendwie alles ein. Das ist super. Langsam aber sicher werden wir stärker. Guck mal, die haben es immer noch nicht geschafft, irgendwas zu basteln. Wir haben ja auch keine Leute, die hier arbeiten, ne? Aber ich nehme immer wieder meine ganzen Truppen alle mit. Ihr wisst das ja, ich mag das irgendwie so. Waha, in den Jagger. Zahltag. Schlag dich zusammen! Wir können mal gucken, was wir noch so weiter erforschen können. Magier haben wir jetzt gemacht. Ach, guck mal, hier ist eine Arena, würde ich auch mal gerne machen. Nur mal so zum Spaß. Ich weiß nicht, wohin es da hinbauen soll. Wir haben echt so ein bisschen Platzmangel. Hier könnte ich den setzen, so.
Okay, es wird noch weiter gearbeitet natürlich. Das Gold abgearbeitet. Gucken, wo das noch so hinführt. Ich kann hier noch so einen Raum bauen. Ja. Wir brauchen ein paar Räume noch, irgendwie finde ich. Uns fehlen Räume. So, machen wir ein bisschen Platz für Gold wieder. Goldreserven tanken. In 40 Sekunden bis... Schnutzli! Schnulzli. So, nicht Schnutzli, Schnulzli. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, lass er kommen. Ich kann ja Folgendes machen übrigens. Ich kann ja jetzt hier so ein Portal hinsetzen. Hier so. Mache ich jetzt auch. Ich gehe mal ganz kurz da rein. Nur mal schnell. Und hau den mal ganz kurz auf den Sack. Weil ich will jetzt schnell platt hauen, damit ich nämlich direkt in 14 Sekunden oder 14 Sekunden ist schon vorbei. Eine Sekunde, dass das Wasser nämlich jetzt wieder zurückkommt. Damit ich die weg habe, dann kann ich nämlich direkt weiterlaufen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ah ja, die Talia kann ich mal updaten. Die dunkle Macht erfüllt mich. Direkt raus. Jetzt müssen wir erstmal kurz, aber wirklich kurz heilen. Hey, warum? Sinn? Noch nicht verstanden. Müsst ihr mir mal irgendwann mal erklären. Hallo, du solltest es nicht tun. Lass cool bleiben. Ich will Thanos Kopf. 3 Minuten. Ach je. Den Brunnen habe ich doch schon vergiftet. Wo ist denn noch ein anderer Brunnen? Da ist noch ein anderer Brunnen. Dann gehen wir hier hoch. Die Macht ist unbeschreiblich. Jetzt müssen wir durch. Jetzt müssen wir echt durch. Weil ich kann die nicht zurückziehen. Ihr wisst es ja selber, dass sie nie zurückgezogen werden wollen. Okay, cool bleiben. Oh nein! Oh nein! Viel zu viele. Okay. Warum wird eigentlich die Mages nicht geheilt? Werden die Magier nicht geheilt? Okay. In 1 Minute 30 kommt wieder Wasser. Das ist natürlich wieder doof. Ich würde gerne hier diesen Brunnen auch noch
wegmischen. Das Ding hätte ich jetzt gerne noch eingenommen, aber hier war gerade irgendwie der Teufel los. Es ist Zahltag. Ich schaff mich. Kann ich hier lang? Kann ich hier unten lang? Scheiße. Wow, sind das viele. Oh, bei. Seht ihr das? Guck mal, da hinten sind noch mehr. Ne, wir müssen zurück. Aber nur ein bisschen. Wisst ihr warum? Weil wenn der andere Trupp noch dazugekommen wäre, das wäre echt böse gewesen für mich. Okay, nur mal ganz kurz Pause. 7 Sekunden abharren. Ich will jetzt ganz ehrlich das Wasser jetzt nicht hier die ganze Zeit mitnehmen. Das stört mich gerade. Jetzt kann ich aber währenddessen hoffen, es passiert jetzt nichts da draußen. Die mal hier verbessern. So, jetzt habe ich es auf Maximum. Was können wir hier noch? Das und das würde ich noch gerne mitnehmen. Hoffentlich kommt da jetzt nichts irgendwie raus gerade. Jetzt voll hier rein. Stehen ziemlich nah dran immer, finde ich. Apropos Magier und Updates, wir können hier mal. Wieso wird hier nichts? Achso, ich muss das noch einreißen. Okay, wir können ja währenddessen hier mal so ein bisschen rumhampeln. Das hier oben müssen wir noch einnehmen. Wie kommen wir denn hier eigentlich hin? Da müssen wir hier so seitwärts hoch. Ja, muss ich noch nicht mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es geht uns gerade recht gut mit unseren Einheiten und sowas. Und wenn die eigentlich die Magier nicht geheilt, brauchen die irgendwie so ein Erholungskur-Teil-Dings, ne? Ja. Noch greift uns gar keiner mehr an, merkt ihr das? Ich warte jetzt noch wirklich bis das nächste. Wir lassen die erstmal weiter schießen. Werd noch weiter ganz kurz bei uns bei den Updates ein bisschen rumfummeln. Ein Ogre kann ich übrigens machen. 1000 davon habe ich nicht. Das kostet ja auch 1000. Halle der Entspannung, okay. Ja, das ist das so. Halle der Entspannung müsste ich mal machen, damit. Könnte ich eigentlich mal jetzt bauen? Ich baue es einfach jetzt mal. Erstmal mache ich mal diesen hier. Ich finde die Musik immer im übrigen Dungeon immer voll lustig. So richtig entspannend lustig. Tja. Halle der Entspannung. Wo kommt die denn hin? Ah ja, guck mal hier. Halle der Entspannung. Eine richtig schöne große Halle der Entspannung. So.
Bitteschön. So. Müsste ja eigentlich fast eingerissen sein, ne, in der Zwischenzeit. Und jetzt. Das Böse wird siegen. So, ich gehe jetzt mal in dieser Minute. Gehe ich mal wirklich. Kann ich eigentlich hier oben? Ach, da oben ist ja noch was. Ich habe nicht gesehen. Machen wir das auch noch platt eben. Das habe ich ja nicht gesehen. Dann machen wir es in der Minute noch schnell platt. Kriegen noch ein bisschen Bösartigkeit. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, lass rein. Wir sind doch gastfreundlich. Die Gastfreundschaft in meinem Dungeon ist Nummer 1. Finde ich schon geil, wie der Zwerg hier noch so kämpft. Es ist Zahltag. Okay. Könnte ich das wirklich hier langsam mal machen? Hier so ein Oger wirklich jetzt machen, ne? Wo ist denn der Oger jetzt eigentlich? Ist er hier? Wo ist der Oger? Muss ich ihn rufen? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Jetzt kommen immer mehr Feinde, Feinde, Feinde. Wie schaffe ich das da? Okay. Wo ist das Teil? Was ist das Teil? Hier. Die Späher des frohlockenden Bösen hatten etwas entdeckt, das verdächtig nach einer Ritualstätte aussah. Der Legende nach musste man hier einige Kreaturen der Flut opfern, um etwas Mächtiges und Böses zu erschaffen. Alles klar. Also los. Wir spielen jetzt Kreaturen versenken. Alle zum Ertrinken aufstellen und... Ah, hier steht, dass es sich um Skelette handeln muss. Man muss Skelette der Flut opfern. Oh, alles klar. Bis auf die Skelette geht jeder wieder an die Arbeit. Ertrinken ist erstmal abgeblasen. Also für alle außer den Skeletten? Findest du lustig? Ja, am Skelettus. Ah, oh, Mann. Ich will das langsam jetzt raus aus dem Wasser hier unten. Ich will aber jetzt erstmal alles einnehmen, ganz kurz. Ich nehme das jetzt auch noch ein. Hier muss ich dann wieder hier durch, ne? Na, warte! Dem abgestumpften Bösen war es anscheinend egal, dass Talia schon wieder gestorben war. Schon wieder, ehrlich? Obwohl sie sicher zurückkehren würde, sollte es das nächste Mal besser auf sie aufpassen. Wow, ehrlich, sind die schon tot? Das ist natürlich jetzt mega krass hier, ne? Die sterben alle. Uns zurück. Ah, wir sind gerade alle verreckt.
hätte nicht gedacht, dass das so heftig da ist. Das ist natürlich ein Katapult, so ein scheiß verdammtes Katapult. Verdammt. Die Heiler sind zwar alle am Leben noch geblieben. Kann ich direkt welche neu bauen? Nein, hier muss ich immer warten, bis die fertig sind hier. Ganz ehrlich, ich finde das scheiße. Habe ich ein paar Skelette denn schon? Muss doch dafür einen Friedhof haben, oder nicht? Hm. Achso, ich wollte eine Arena bauen. Ich wollte ja eine Arena bauen, so, ne? Wo ist die Arena? Da. So. Junge, Junge, das ist eine richtig schön lange Folge, findet ihr nicht? So, jetzt habe ich noch einen Raum gemacht, der ist vielleicht ganz wichtig. Wir sind gerade die Einheiten einfach so draufgegangen, als ob die gar nicht da wären. Das Blöde ist, ich muss jetzt echt so lange warten, bis ich die wieder bekomme. Das ist so scheiße. Wo sind die wieder fit? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Lass rein, wir sind doch freundlich. Wenn ich den jetzt erschlage, kriege ich dann nicht ein Skelett? Es ist Zahltag. Oder wie kriege ich nochmal Skelette? Muss ich mal nachlesen. Kerker, Kerker, Kerker. Doch. Ablegen. Bei Ableben kriegen die kriege ich Skelette oder nicht? Ach, das sind Skelette. Ach so, das sind die Mützentypen. Ah, okay. Also, solange sie jetzt noch da laufen. Ist irgendjemand hier am Kämpfen oder so? Ah, hier, guck mal. Aber jetzt müssen wir kämpfen. Was ist mit dir los? Okay, die alle wollen irgendwas tun. Okay. Aber da wir jetzt auch hier ein paar Fallen haben, ich kann übrigens mal, da wir sowieso viel zu viel Punkte haben, muss ich die Fallen jetzt alle mal freischalten. Heute können wir irgendwie, ich glaube, wir können hier eigentlich alles freischalten, glaube ich. Wir haben hier so Punkte ohne Ende. Guckt euch da oben mal die Punkte an. Habt ihr das schon gesehen? So. Ich habe immer noch Punkte. Habe ich alles freigeschaltet? Der Schatten. Fallen. Ich glaube, ich finde die hier schon ganz gut. Bis die hier durch sind. Sind die durchgestützt. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Was ist los? Oh, das ist kaputt.
Also leer. Ist nicht mehr da. Ja, das kann verkauft werden jetzt. Bringen wir das Gold doch lieber hier hin jetzt. Das ist ganz gut. So. Dann kann das Gold hier erstmal umgesiedelt werden. Das nehmen wir auch mal mit. So ein bisschen Mana-Gedüdel hier. Die können ein bisschen saufen. Oh, guck mal, hier Bier ist sogar übrigens voll zu wenig. Also Bierherstellung ist zu wenig. Okay, mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Das reicht so. Halle der des guten Dings. Gold sieht ziemlich Feinde knapp aus. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja. Wir mal gucken, was die machen. Was mit denen passiert, wenn die jetzt gleich merken, dass sie durch die ganzen Stacheln gleich laufen müssen. Also alles gut noch. Kommt nicht viel an bei denen. Also bei von denen, meine ich. Da wird wieso alles niedergeschnetzert. Hier werde ich auch mal ganz kurz einreißen. Oh, das ist eine lange Folge, Leute. Das ist eine lange Folge. Die muss ich leider cutten. Die musste ich leider cutten. Werdet ihr, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Wir laufen jetzt hier durch die ganzen Fallen durch. Oh, zur Hauptpuppe gehen. Die wollen sich ein bisschen aufpushen, hochpushen, die Kollegen. Hm, was ist da los? Ach so. So. Wie viel Gold der unterwegs ist. Feinde in eurem Dungeon. Oh, leck das gerade. Aua! Apropos Aua. Talia. Diese Kraft. Sie ist so unglaublich stark. Leck gerade. Ich finde das ganz, ganz interessant gerade irgendwie. Weil irgendwie im Hintergrund ein Update gerade laufen möchte. Ui. Es ist Zahltag. Boah, da bleibt ja gar nichts mehr von denen übrig, ne? Was ist mit dem los? Der ist nur am Meckern, der Dicke. Echt anstrengend. Ich kann übrigens eine zweite Reihe noch abreißen hier. Ja, genau. Ja, was ist denn? Geh doch schlafen, ey! Hier, da, komm, hau rein! Hier! Und du musst jetzt erst aufgebaut werden, wenn du eine Kiste da hast. Gehen die denn jetzt hin mit der Kiste? Achso, eine Bierproduktion muss noch gebaut werden. Ich verstehe es nicht. Ich gehe doch schlafen. Hm. Kein Platz da oder was? Also es ist doch hier. Oder muss es, wird doch jetzt aufgebaut. Hm.
Platz ist doch genug da für dich, du Typ. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich will ihn nicht, der nervt. Wen soll ich töten? Und bleib liegen. Wie viele Skelette brauchen die eigentlich für das Ritual? Wo sind sie? Oh, schieb die nicht auf Seite, Mann. Keine Ahnung, wie viel ich dafür brauche, aber wir bringen die mal hier vorne hin. Hoffentlich werden die jetzt nicht abgemurkst und ich denke mir, das wird jetzt passieren. Ich bin mal gespannt. Wir können währenddessen... das machen. So, wie viel noch? 20, 30 Sekunden? So, oder 20 Sekunden. Mal gucken, was passiert. Ich bin ja so gespannt. So. Ich finde die voll süß. Guck mal, wie die aussehen. Ja, gehen wir lieber hier rein hier. So, 6, 5, jetzt kommt die Krabben tot. Scheiße. 2, 1. Eine Kreatur des sie verheizenden Bösen war in den Fluten verschwunden. Als das Wasser wieder zurückwich, blieb eine andere Kreatur zurück. Ein Lich, ein mächtiger, untoter Magier war dem Wasser entstiegen und schloss sich bereitwillig der Armee des zufriedenen Bösen an. Sind Helden in ihrem Dungeon eingetreten? Warum hat Einheiten? Skelette. So, ich bin aber jetzt gerade hier noch draußen. Ich werde das Land vernichten. Ich muss da durch, ne? Ich kann da nicht. Kann ich? Nee, ich muss oben lang. Also ich muss hier lang. Ich muss echt hier durch dieses Katapultgedüdel hier. Haben sie jetzt alle tot? Noch nicht. Noch nicht, aber ich kann hier den Kollegen noch schnell rufen. Es ist Zahltag. Was macht der denn da? So, ich will nämlich, dass der mit angreift.
Katapult weg hier. Ist da noch einer? Nö, ne? Oh, was schießt er? Ah, oh, scheiße, ein Kanonenfutter hier. Mach das scheiß Tor jetzt endlich auf hier! Boah, noch mehr Kanonentürme. Das war's für dich. Das ist schon heftig hier mit den Kanonentürmen und den ganzen Elite-Typen. Sag mal, können wir den Kollegen erstmal hier den Assassinen kaputt machen? So. Ja, jetzt aber auf den Turm. Wir haben schon echt viele einstecken müssen. Stark der Dungeon Dämon hier. Oh, jetzt haben wir das endlich geschafft. Das Böse wird siegen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh, eingenommen. Lass doch kommen, alles gut. Wir machen hier ein paar mehr Skelette. Wir machen die mehr Skelette. Wir können die eigentlich foltern auch, wisst ihr, ne? Wir haben ja so Folterkammern. Müssen wir die Succubus noch machen. Keine Lust. Keine Lust. Wir haben ein paar Skelette gerade. Die können sich jetzt gleich mal hier drin verteidigen. Kann man hier schon was nachbauen? Nee, alles gut. Wie sieht es aus mit dem Skelett? Ja, guck mal hier. Da sollen sie mal durchlaufen. Da sollen sie doch mal durchrennen. Die netten Herren. So, wie sieht's hier drinnen aus? Kommen sie? Jetzt werden sie durchgeschnetzelt. Nein, ich habe natürlich jetzt Elite-Typen hier raus. Oh, kein Interesse. Oh fuck, die haben gar kein Interesse. Sieht's aus, hat er hochgeheilt. Wir müssen jetzt rein. Wir müssen jetzt durch. Das war's. So, wir lassen die erstmal ein paar Sekunden hier mal so ein bisschen rumlaufen. Die können erstmal machen, was sie wollen. Sich entspannen, tun, was sie wollen. Ja, du hast Hunger. Ist ja schön. Dann geh doch mal zu essen holen. Oh, ist nichts mehr da. Ist nichts mehr da. Warum auch immer. Das so klein ist. Mach's mal größer. So. Trotzdem können sie sich erstmal eine Runde entspannen gehen. Ja, die Orks schlafen. Die anderen Dinger machen irgendwas. Wir haben ja genug produziert. Eigentlich ist auch alles vollkommen okay. So.
Hier haben wir jetzt eine riesengroße Hühnerstätte. Es ist Zahltag. The biggest Hühnerstätte ever. Also ehrlich gesagt, das braucht auch keiner hier. Diesen halben Gang hier. Ist alles da. Ist doch noch zu saufen da, zu trinken da, zu saufen und zu trinken. Und zu essen da. Was wollen wir denn noch? Ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt ausgewählt? Bö, keine Ahnung. Alter, jetzt ist's gemacht. Ach so, scheiße. Sorry. Wie komme ich überhaupt hier runter? Ah, hier gab es einen Weg. Okay. Müsste jetzt eigentlich alles, müsste doch eigentlich alles Wunderbärchen sein, oder? Für mich meine Horde, Armee oder wie es auch mal genannt werden soll. 3 Sekunden, ne, bei 3 Sekunden warte ich erstmal ganz kurz, bis das Ganze weg ist. Die Krabben sind auch kein Problem mehr. Wir könnten jetzt eigentlich die Orks so mega aufpushen, dass die, ach, die sind so unzerstörbar. Sowas habe ich noch nicht gehabt, 26 hier. Unzerstörbare Orks. Dafür ist die Folge auch etwas länger geworden. Aber Hühner fehlen, seht ihr das? Hühner fehlen immer, die fressen sich hier echt einen Wolf, die Kollegen. So, Wasser kommt gerade. Ups, das wollte ich machen. Gucken. So, Wasser ist da. Ist aber auch sofort wieder weg. Und jetzt kommen wir mit allen hier raus. Es sind Boah, leck das. In eurem Dungeon. Oh. Ich bin das Böse. Na, wir haben keine Zeit für die Feinde im Dungeon. Wir könnten sogar die Feinde mit dem Dungeon hier noch ein bisschen so. Das ist ein großes Dungeon, das leckt ein bisschen für dich. Aber nicht mehr lange ist der neue Computer fit. Und dann ist das auch alles wieder da. Kann ich wieder richtig spielen. Ich bin mit so alter Schinken hier. Dabei ist ja gar nicht kein alter Schinken. Ist immer noch ein guter Computer. Also manche würden den Computer ganz gerne haben wollen. Ups. Noch ein Wasservorrat? Ausgezeichnet. Den wird Hören und Sehen vergehen. Also wörtlich, ich hoffe, das Zeug macht sie blind und taub oder zu Zombies oder was auch immer. Chaos und Zerstörung. Ich ziehe mal ein paar zurück. Einige Krabben schienen alles andere als begeistert zu sein, dass sich jemand in der Nähe ihres Heims herumtrieb und machten sich auf den Weg, um das zu unterbinden. Wir haben ja genug Einheiten hier. Nein! Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Kaputt gemacht hier, mein schönes Schweinehunde. Hier kriegt ihr Feuerwalze. Das ist eigentlich easy. Dem Viruszeug habe ich komplett reingeschüttet. Ich denke, das war's. Ist ja keine exakte Wissenschaft. Auf zu Nummer 3. Ja. Was soll ich tun? Jetzt erstmal wieder zurück hier. Auf Position. Ach, das wird automatisch wieder aufgebaut. Okay. Skeletto-Bubis. Und da werden schon welche reingebracht.
Das ist so geil. Ich müsste sie, glaube ich, erstmal. Ich müsste mal, glaube ich, eine Runde foltern gehen oder sowas. Das wäre auch ganz cool. So eine Folterkammer. Wir könnten eigentlich, glaube ich. Passt hier eine Folterkammer rein? Wir haben ja Platz. Erforschen. Was war denn die Folterkammer? Na, Halle der Qual mit dem Herzchen. Guck, ob das passt. Ich brauche aber dann auch einen Succubus. Kann ich aber nicht mehr. Zwei Minuten muss ich da sein, sonst sind meine Einheiten alle weg. Ach komm, wir hauen die erstmal um, einfach nur so. Viel zu stark sind meine Einheiten jetzt. Viel zu stark, ey. Guck mal hier. Ich könnte das hier auch noch aufwerten. Hier einfach so drücken wie Weltmeister 18, ey. Es ist Zahltag. So, Halle der Qual, kriege ich das? Oh. Eine! Ein Teil kriege ich hin. Aber ich habe keine, ich kann keinen, also damals, ich weiß gar nicht, ist es in der Halle der Qual immer noch so, konnte man in der Folterkammer, wenn der Succubus auf die Gehelden hier so gut drauf prügelt, also sie so gut foltert, dann haben die einem verraten, wo irgendwelche Basen sind. Also wurden sie dann mehr oder weniger zu Verrätern. Die haben mir gezeigt, wo das Goldlager ist, wo ein anderer Eingang wäre, wo ein zweiter Spieler Gegner ist oder sowas. Das war ganz cool. Ich weiß, das hört man das ganze Klicken von der Maus gerade. Ich klicke mir hier gerade einen Wolf. Ich mache die gerade kaputt, weil ich brauche hier einfach ein paar. So. So, Wasser kommt in 30 Sekunden. Ah, sie können sich mal hier ein bisschen den Po wegpieksen. Kommt schon wieder neue Kollegen. In welches Loch kommen die? Ich mach den mal schnell kaputt. Ich hab grad keine Zeit für die. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Hallo, boah, leck. Erstmal alle dahin geschmissen. So, jetzt. Oh, keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Oh, es leckt gerade echt. Was sind so viele Einheiten, finde ich. Aber das machen, glaube ich, die armen kleinen Rammriegel nicht mehr mit. Wir haben echt keine Zeit. Wir müssen jetzt einfach hier schnell da durch. Wir hauen jetzt einfach alles über den Haufen, was wir hier zu finden. Sieht irgendwie so aus wie Brot. Ne, sieht aus wie Pillen. Der letzte Ansturm, das ist das Ende auch für alle da, weil wir sind da auch viel zu stark jetzt. So, gehen wir aus vor das Tor hier mal, ne? Wo ist das Tor? Da. Haben wir ja schon aufgesprengt. Kommt hier noch wieder? Und bleib liegen. Das ist das Ende. Es ist es. Das ist das große Ende für alle jetzt hier. Na, die Teile hätte ich genau einmal abgedatet. Braucht 950, machen wir sofort jetzt. So, Alatak. Oh, leckt. Das muss ich. Ich finde es so lustig, dass es so gerade leckt, weil es gerade nicht auf die Reihe bekommt, das alles zu machen hier.
dann geben wir Talia noch den letzten. Oh, oder nicht? Ich hoffe schon, das wäre schon 900. So, machen wir das auch nochmal. Kann man das nicht irgendwie einreißen? Wird das nicht eingenommen, das Gebiet hier? Ist hier irgendwas, was ich nicht kaputt gemacht habe? Doch die Helden hier waren nicht ganz so dumm wie anderswo und ahnten, dass etwas nicht stimmte. Siehste. Sofort machte sich ein Trupp auf den Weg, um das Wasser zu schützen. Verdammte Umweltschützer. Lass es doch kommen. Plage. Los, haltet sie auf. Reißt ihnen die Fingernägel aus. Schmiert sie mit ranzigem Bratfett ein. Oh, alles gut. Da sind immer noch Krabben unterwegs. Das war's. Ja, wenn es geschafft hat, da kommen noch welche. Mal auf die andere Seite laufen schnell. Feuer, nochmal Feuer, Feuer. Das war's. Wunderbar, ganz wunderbar. Der letzte Wasservorrat war verseucht. Ausgezeichnete Arbeit. Yes. Nachdem nun alle Wasservorräte verseucht waren, konnte die Armee des zufriedenen Bösen ins Landesinnere ziehen. Auf die Hauptstadt der nicht ganz so freien Städte. Alphas. Das war alles hier? Hat ja jetzt überhaupt nichts gebracht, oder? Ich sehe keine Auswirkungen. Gemach. Das Wasser floss über Leitungen und Pumpen in die nicht ganz so freien Städte hinein. Erst dort würden die Auswirkungen zutage treten. Ausgezeichnet. Worauf warten wir dann noch? Ich muss mich mit Elric unterhalten. Ich bin schon etwas missmutig, dass wir diesen Trottel noch nicht hier angetroffen haben. Immer noch nichts von deiner guten Seite gehört? Keine Ahnung. Aber die ist doch so nützlich wie ein Hühnerauge am Fuß, oder? Hoffen wir, dass sie da bleibt, wo auch immer sie jetzt ist. Okay. Triumph. War ein bisschen bockiger, als ich gedacht habe. Also wir hatten am Anfang gar nichts und am Ende viel zu viel. 5 Einheiten habe ich insgesamt verloren, heißt das, ne? 232 Einheiten zermetzelt. Keine 100.000, okay, aber dafür haben wir sehr, sehr viel von den Bösartigkeiten bekommen. So, das sind die Werte, du und die Welt. War lange, da war ein bestimmter Schnitt drin und macht euch nichts draus. Ist ja egal, hat man wenigstens eine Folge mehr gehabt. Bis denn, Däumchen hoch und tschüss.